Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Gothic 2 mit dem Addon Die Nacht des Raben. Geplant war eigentlich, dass ich das... Oh, ich muss ein bisschen leiser machen, oh Gott, ist das laut. Geplant war eigentlich, dass ich das ohne Addon spiele, aber ich habe die CD einfach nicht gefunden. Und deswegen mir das eiskalt hier mit Addon nochmal neu gekauft auf Steam. Weil da war es gerade im Angebot, da habe ich gleich alle Gothic-Teile bekommen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3, 4, wenn man Arcania als Gothic 4 mit dazu zählt, was ich nicht tue. Und dann noch um die Addons und bla bla bla. Also für 10 Euro habe ich mir jetzt hier nochmal komplett alles gekauft auf Steam. Und ich will kurz bei der Grafik gucken, ist das alles so richtig eingestellt? Müsste eigentlich. Ja, ihr habt gerade gesehen schon am Anfang, die Videos sind klein. Das geht nicht anders, da sonst die Videos von Fraps nicht aufgezeichnet werden. Deswegen sind die etwas kleiner dargestellt. Ich hoffe, das stört nicht, aber wie gesagt, es geht nicht anders. Und ja, wir werden das jetzt mit Addon die Nacht des Raben spielen. Oder die Nacht der Raben, weiß jetzt gar nicht so genau. Das Addon fällt in der Regel eigentlich gar nicht auf. Denn es ist so wie zum Beispiel in Skyrim in das Spiel integriert. Ihr bekommt Nebenquests und auf einmal seid ihr quasi im Gebiet des Addons und merkt es nicht mal. Genauso ist es bei Gothic auch gemacht. Und ja, legen wir mal los, ne? So, Ladebildschirm. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Und wir sind wieder im Ladebildschirm. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch mal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Genug Zeit haben wir ja. Der Schläfer ist besiegt. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich geschart. Wo ist diese Armee jetzt?
Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch eine andere Bedrohung, von der ich erst kürzlich erfahren habe. Noch eine Bedrohung. Also gegen die Drachen weiß ich schon mal, was hilft. Ich muss einfach nur das Drachenblut wehren und dann passt das schon. Nein, so, wenn ich das jetzt anklicke mit der anderen Bedrohung, dann sehen wir jetzt nämlich eine Szene aus dem Addon. Klick. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Belias Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Was können wir tun? Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinnes, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Was genau ist das Auge? Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten mir die Paladine das Auge geben? Warum sollten mir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor, der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Ich brauche eine Waffe. Welche denn? Eine, die schießt. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keinem Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Kapitel 1. Die Bedrohung. Ja, gucken wir mal, was wir so finden können, ne? Uiuiuiui. Boah, ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Ich muss meine Tastatur wegrücken. Trank.
Ist das hier Alchemietisch, ne? Alchemietisch. Hier hängt eine Harpie, einfach in der Gegend rum. Alte Steintafel. Die will ich mir mal angucken. Oh, das Inventar ist anders. Bin ich gar nicht gewohnt. Das kann ich nicht lesen. Das kann ich auch nicht lesen. Boah, warte mal, ich muss kurz... Einstellung... Steuerung von... Kann ich irgendwie die Mausempfindlichkeit First Person? Mausempfindlichkeit? Hallo, Mausempfindlichkeit. Weitere Option? Nee. Steuerung... Ist hier keine Mausempfindlichkeit. Umsehen, First Person. Mission, Standardeinstellung, alternative Einstellung. Boah, na dann eben nicht. Werde ich das eben mit Q und E spielen, das funktioniert ja auch. Beziehungsweise überwiegend mit Q und E. Die Maus ein bisschen vernachlässigen. Ein schwerer Ast, ne, super. Damit kann man sich das Bein verbinden, wenn man gerade DZ spielt. Ja. Boah, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich jetzt hier wieder übelst viel labern muss. Weil davor habe ich ja Let's Play Batman gemacht und da musste jetzt nicht so viel reden, da reden ja die Charaktere auch eine Menge. Und Easter Egg ist eine Bela-Statue. Ich weiß nicht, durfte man sich bei der... Ich speichere erstmal. Wie nenne ich das? Let's Play... No. Oder kriegt man da Leben abgezogen? Geht. Ich bin... Nee, weil irgendwie war das hier mit dem Beten und dann konntest du die Lebensenergie spenden und ja, hast du irgendwas bekommen? Ah, ich weiß das nicht mehr so genau. Das ist jetzt schon eine Weile her, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ein Schlüssel. Boah. Buchkommode. Truhe. Da haben wir hier einen Dolch. Wie nehme ich denn das als mit? Ach, mit STG. Muss mich echt erstmal an die Steuerung gewöhnen. Die ist ein bisschen anders als in Gothic 1. Nur ein bisschen. So, schwerer Ast. Benötigt Stärke 10. Macht 10 Schaden. Wir nehmen den Ast als Waffe. Das macht natürlich mehr Schaden als ein Dolch, ne? Ist ja klar. Wenn ich die mit dem Ast schlage, das tut halt mehr weh, als wenn ich dir einen Dolch in die Rippen ramme. So, hier haben wir schon gesucht. Dann gucken wir mal unten. Oder war hier gleich der Ausgang? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es einen Weg nach unten gibt, der ziemlich lang und beschwerlich ist. Ja. Ah, guck mal, schon wieder eine Truhe. Ich muss den Ast wegstecken. Steck die Scheißwaffe weg. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. So. Oh, Wasser. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen einfach alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Ah, genau, man konnte ja jetzt in dem Teil ja auch mit Mausklicken Dinge einsammeln. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich mache das nämlich die ganze Zeit mit STRG. Aber man kann das... Oh, Junge, hier haben wir richtig viel Zeug zum Looten. Heilpflanze, Blauflieder, bla 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 bla. Nein, jetzt habe ich meine Mausgeschwindigkeit verstellt. Ich muss die schnell wieder auf volle Pulle stellen. Nee. Das ist aber auch ätzend bei Gothic, dass die Maus hier so langsam ist. Das war beim ersten Teil schon so. Das stört mich. Das finde ich nicht gut. Langsame Maus. Da muss ich übelst viel die Maus bewegen. Mit Q und E ist das nicht so. Mit Q und E ist das eigentlich angenehm. Aber Q und E ist ungewohnt, muss ich so mal sagen. Ich spiele eigentlich nie mit Q und E, weil die meisten Spiele sowas gar nicht erst unterstützen. Gott sei Dank kann das halt. So. Was haben wir hier? Guck mal, ein Schaf. Wacholder. Ich tue dem Schaf mal nix, weil das tut mir ja auch nix. Wasserfälle. Wasserfälle sind immer so ein Spezial... Oh Gott, da ist ein Goblin. Oh, der macht mich bestimmt tot, oder? Alter, meine Güte, sind wir gut.
Steuerung zu bewegen mit dir selber. Die feiere ich. So. Ich loote den nachher. Ich höre schon den nächsten. Nee. Die bestimmt nicht. War das mein Crawler? Ich weiß das jetzt. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe nur Schreingarten gedacht. Fuck. So. Jetzt speichere ich. Ich habe Angst, dass mir die Käfer da gefolgt. Oder was ist das warum? Dunkelpilz. Stimmt, hier gab es auch irgendwie Käfer. Riesige Käfer. Und ich glaube, das waren die. Hatten der noch einen schweren Ast dabei? Sehr, sehr komisch. Ah, scheiße. Mein Drang, das zu erkunden, ist jetzt doch größer als die Angst vor dem, was hier drin lauert. Oh, fuck. Ohne die anderen sind wir zu leicht auf der Dich. Oh ja, der hat Gold dabei. Das ist gut. Der hat einen Fisch. So, Truhe. Was ist drin? Schon wieder ein Dolch, Mana und ein Apfel. So, was haben wir hier? Eine Truhe, ein Dunkelpilz. Den Dunkelpilz nehmen wir natürlich noch mit. Ganz viel Gold. Kann ich da auch schneller einsammeln? Nee. Oh, ging das nicht irgendwie? Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung reinfrickeln. Gut, die Käfer lasse ich mal noch da. Vor denen habe ich nämlich Angst. So, was sind wir denn für Level? Erfahrung 150, nächste Stufe 500. Na gut, da müssen wir noch ein bisschen was kaputt prügeln. Oder ein paar Quests erledigen. Wie ist man denn hier eigentlich gesprungen, Mensch? Die Leertaste, oder? Ne, die Leertaste zieht hier die Waffe. Ist das immer noch mit Rechtsklick? Mit Rechtsklick geht's auch nicht mehr. Konnte man diesen Teil überhaupt springen? Ja, kann man. Bin sicher. Was ist das denn hier? Lol. Hier war ich ja noch nie. Das habe ich ja noch nie gesehen. Geil. Ja, damit haben wir schon mal... Bogen und Pfeile und warum liegt hier überhaupt eine Leiche hinterm Baum? Na ja, kann mir egal sein. Das finde ich halt so geil an Gothic. Du findest halt überall sowas. Das finde ich so herrlich. Ah, schön. Schwimmen wir jetzt wieder irgendwo an Land. So, wir sollten eigentlich in die Stadt gehen, wenn ich mich recht entsinne. Aber nur eigentlich. Oh Gott, ein Wolf. Oh, da muss ich speichern. Ich will jetzt nicht sterben. Wir haben nicht mal volles Leben. Oh, oh. Junger Wolf. Naja, ist zum Glück nur ein junger Wolf. Oh. Bitch. Und da ist nichts zu holen. Dann halt leider. Der hatte Fleisch dabei. Schönes Wolfsfleisch. Bei Gothic 1 konnte man die Wölfe nicht looten. Hier schon. Wie springe ich denn jetzt? Ich muss mal unter den... Jetzt schnell gucken, wo ich springe. Links. Springen. Alt.